Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute Angelpark Annalohe. Ich zeige euch die Anlage ein bisschen. Im ersten Teil fischen wir Teich 3 und im zweiten Teil zeige ich euch dann See 2, den Vermietungsbereich und noch ein, zwei andere nette Sachen. Viel Spaß beim Video. Hier habt ihr ein paar Infos. Gucken wir mal. Winterzeit 8 bis 17, Sommer 7 bis 18. Da sind die verschiedenen Teiche zur Auswahl. Dann hat er noch zwei Mietteiche. Hier, ganz wichtig, jedes Mal durchlesen. Wer ist das bloß? Mann. So sieht das Ganze aus. Wenn ihr auf die Anlage raufkommt, zur linken Seite haben wir Teich 1, der nicht mit Quellwasser gespeist ist. Teich 2, den ich euch jetzt gleich zeige, den haben wir hier. Der ist mit Quellwasser gespeist. Das läuft rüber in Teich 3 und in den Vermietungsbereich. Also selbst im Sommer gut befischbar. Hier haben wir jetzt Teich 3. An den werden wir das Ganze starten im Angelpark Annalohe. Ihr habt vorne einen flachen Bereich, der nach hinten relativ tief runterfällt. Ich denke ungefähr da hinten 2 Meter. Und das ist halt so eine abfallende Schanze, sagen wir es mal so. Vorne haben wir es relativ flach. Könnte im Übergang zwischen Winter und Sommer eine gute Stelle sein, weil sich da natürlich das Wasser zuerst erhitzt und die Fische dann da eher stehen als hinten im kalten Wasser. Mit von der Partie sind Carsten Hensch und Kevin Berghauer von den Forellenjäger Nord. Dann fangen wir das ganze Spiel einmal an. Die Jungs gegenüber kennen wir, also nicht wundern, dass sie relativ dicht immer zu mir an den Rand werfen. Das ist alles vollkommen okay. Ich habe das gleich auch gemacht. So, neuer See für mich. Wir fangen das Ganze unten erstmal vorsichtshalber an. Mit einem langsam laufenden Spoon von der Firma Viking Art Factory. Da hatten wir schon den ersten Biss. Dann schauen wir mal, was dieser Tag uns Schönes bringt. Carsten Hens ist heute der kleine Goldjunge, der konnte die erste Goldene gleich verhaften auf NM A08 in 2,5 Gramm. Achso, die Garten kommt rum, aber wir sollen erst zur Hütte kommen. Hatte ich aber gesagt am Tor. Ja, du weißt, zuhören ist nicht meine Stärke. Ja, ist gut, kein Problem. Wir kennen den Chef, ne? Diesen Tyler, ne? Der ist ganz hart, der haut gleich die Fresse noch durch. Hier sind auch noch ein paar goldene. Hier sind auch noch ein paar goldene. Machen wir eine Arschbombe rein, schick die mal rüber. Was? Machen wir eine Arschbombe rein, schick die rüber. Ja, nee, dann sind sie gleich alle tot. Hast du einen Schrei oder was? Weil die Jungs hier sind. Gehen wir aber erstmal bezahlen, ne? Ja, ich weiß ja nicht, wie preiswert das hier ist. Ja, warte mal, denn die kommt gleich. Oder so. Wegen dem Gewissen und so, weißt du? So, der Besitzer kommt gleich vorbei, kassiert direkt vor Ort ab. Und somit können wir jetzt auch mit gutem Gewissen weiterfischen und die ersten Fische vielleicht fangen. Da haben wir schon einen Biss auf dem Skadi. Gucken. Die Bisse kamen extrem vorsichtig und extrem spitz, dass sie wirklich den Köder immer nur einmal kurz angestupst haben. Und entweder bist du sehr schnell gewesen oder Haus geht es mal ins Leere. Aber das kennt man ja von mir, dass ich die ersten Bisse oder zumindest den ersten komplett daneben hau. Da haben wir die erste. Auf dem Skadi. Es scheint etwas besser zu sein.
Weiß ich nicht. Irgendwas, was unten ist. Ein bisschen größer. So kann der Tag anfangen. Es ist der Scuddy, ne? Der was? Der Scuddy. Oha. Die ist nett. Aber ganz spitz, ne? Da haben wir ihn, den Scuddy, schön genommen. Und da ist noch irgendwas anderes im Maul drin. Mal gucken, was das hier ist. Der Fisch ist vorher irgendwo bei irgendeiner Montage abgerissen, hat trotzdem gebissen. Der ist nett. Ein kleiner Goldjunge heute hier. Ist das der MA08 drauf? Weiß nicht. Ich habe da keine Ahnung. Ich nehme immer die, die mir am schönsten gefallen, weißt du? Am besten gefallen. Petri. Petri. Vielen Dank. So, eine kleine Neuerung. Ich werde euch nicht mehr die Köder, die ich in dem Moment gefischt habe, unten noch extra einblenden. Das seht ihr jetzt direkt unter dem Video. Da habt ihr auch den direkten Link dazu. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir ein Abo da lasst. Sind nicht mehr viele bis zu den 5000. Dann ein Gewinnspiel starten. Jetzt weiter zum Video. Ist auch der Tag, wo ich meine Diplomat Nano endlich mal wieder rausgeholt habe. Ich habe gedacht, kleines Gewässer, kannst du endlich mal richtig schön fischen. Und es war genau richtig. Ja, genau. Völlig verwirrt. Völlig verwirrt. Ja, genau. Und springt genau vor meinen Köder und die Blöde Kopf. Das ist ja ein Satz von dir nehmen und dann. Genau. Keine Ahnung. So habe ich die Einladung auch verstanden. Ja, also ne? Wie so Zombie, ich würde sagen, es wird eine Karte sein. Jeder, der zum Einladungsgang dabei sein möchte, muss ich das nicht irgendwie. Deswegen wird es eine Platte werden. Schön auf dem Marakko.
Schöner Fisch. Schön auf dem Barracko, schön genommen. Passt. Und das Schöne bei dem Ganzen ist, erst jetzt kommt tatsächlich der Besatz. Ab ins Wasser. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein, zwei nette Fischis fangen. Ne? Da musst du dir noch was einfallen lassen. Ne? Ja, da kommt eine andere Karre. Was, sonst hast du irgendwann Rücken. Hier, Kevin, gib mal den Großen einen Stups. Ja. Ups. Genau. Das ist das Schöne, dass das manchmal reicht. Viel Erfolg. Danke. Schauen wir mal. Wird schon. Schauen wir mal, wie griffig die Goldenen sind. Wenn jetzt aber gleich eine hinterherkommt, verweigere ich den Anhieb. Nein, 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 nein. Das wollen wir nicht. Nicht so schnell. Reinkippen kann, ne? Ja, ja. Scheiße. Tipperei, ey. Ja, die ist rausgeholt. Das ist ja das Thema. Ja? Die ist rausgeholt. Ja. Ist zwar alles cool und schön, wenn die in der Nähe von uns einsetzen. Alles toll, man freut sich, man sieht ein bisschen was. Aber da sag ich zu mir selber, wenn dann direkt ein Fisch hinterherkommt, da verweigere ich den Anhieb. Lass den Fisch die Chance, sich zumindest ein bisschen zu verteilen, bevor man sie direkt beangelt. Also ich habe den ersten extra verweigert eben gerade, ne? Das muss ich. Aber wieder auf Barracko. Ja, die wollen also noch mal ins Interesse. Die sitzen ganz unten, ne? Ja, die habe ich gerade drauf. Ne, das war die kleinere, glaube ich. Die ist die da. Die ganze Zeit mit dem Auge noch verfolgt. Karten und Lachs. Feiern raus. Eieiei. Guckt euch den Karsten an. Wie die beiden YouTuber, die stehen mit der Kamera, Moinsen. Und da erstmal gucken. Oh, komm, wir müssen mal einen Schritt da ran machen hier bei dem Jungen. Komm hier mit, komm, 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 ich will nicht vor dir stehen. Ja, alles gut. Ui, ui. Eieieiei. Das ist aber schöner. Ja. Und was für ein Spoon hast du drauf? Ich glaube MA08. MA08. Ich habe tatsächlich letztens einen in Burgdorf. Ich komme jetzt gerade auf den Namen. Ich will mal nochmal liebe Grüße annehmen. Der hat mir erstmal ein Teilchen. Eieiei. Eieiei. Carsten, Carsten, Carsten. Also, wenn uns da nicht zum Fehler. Petri. Oha! Meinst du, kriegst du das hin? So, und hier haben wir Kevin Berghauer von den Forellenjägern Nord mal in Aktion. Aber eine große schwimmt noch. Eine große. Richtig schön gesehen, wie sie hochgeschossen ist und zugepackt hat. Vielen Dank. EM23.
habt jetzt ein schönes Beispiel mit der goldenen und die dunklen darunter. Ich schwöre euch, ihr guckt alle auf die goldene. Gottes Hand hat wieder zugeschlagen. Den Spruch bitte nicht falsch verstehen. Der Spoon kommt von der Firma God Hands. Nächste kleine Süße. Wieder auf dem Lawin. Hast du den Knüppel verändert? Ich habe den heute Morgen nicht gefunden, den Knüppel. Bitte? Ich habe meinen Knüppel heute Morgen nicht gefunden. Ach so. So, gleich aufgefallen. Ey. Deswegen muss ich schnell improvisieren. Was? So ungefähr. Dann suchst du dir ein Stück tiefer. Mir aufgefallen. Gut. Wollt ihr nur fair sein? Ein Wurf später, die nächste. Und der andere, der mit am Start ist. Der andere. Und die sagt quasi auch noch. Guck mal, was der für ein tolles T-Shirt anhat. Eieiei, wer ist das bloß? Der liebe Carsten. Ja, der liebe. Wie geht's dir? Ja, gut. Und selbst? Hast Fische gefangen heute? Ja, nur ein paar. Hm? Ja? Nee, war schon gut. Machen wir da ja ein schönes Foto, ne? Ja, machen wir ein richtig schönes Foto. Gut. Ein richtig schönes Dreierfoto, ne? Hm. Was? Ach nee, Kevin hat ja keinen Fisch gefangen, ne? Kevin ja, wie hat war ja das? Kevin, jeder braucht einen Kevin. Nein, das schneide ich raus. Ich wollte es rausschneiden. Kevin hat gesagt, nee, kannst du ruhig gerne drinnen lassen. Ohne Probleme. Tut mir leid, Kevin. Das waren deine Worte. Hier unten haben wir die beiden Mietteiche. Auch richtig nett. Kann man bestimmt schön mit seinen Kumpels eine coole Runde fischen gleich. Und die gucken wir uns gleich auch noch an. Wir sehen uns kommenden Sonntag, 12 Uhr wieder, mit der Fortsetzung aus dem Angelpark an der Lue. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, dicke Fische, dickes Petri, euer Fishing-Mann Dennis.